Ich bin der Max Hoff, bin mittlerweile 39 Jahre alt, habe jahrelang Kanu-Rennsport betrieben. Mein Name ist Ronald Raue, Kanu-Rennsport, 6 Olympische Spiele, 5 olympische Medaillen, davon 2-mal Olympiasieger. Der größte Erfolg war der Olympiasieg 2016, aber auch im Einer die Bronzemedaille 2012 und jetzt zum Schluss in Tokio noch meine Silbermedaille. Ich bin jetzt 19 Mal dabei. Immer was Großartiges, wenn man dann die Medaille in der Hand hat, dass man weiß, man hat diesen Urlaub dann auch in petto und man kann den wieder fest im Kalender eintragen. Das war tatsächlich genau hier vor 3 Jahren im Club der Westen. Da hatte ich mich halt selbst qualifiziert und war dabei und da wurde diese Radtour nach Gibraltar angeboten. Ja, da sind wir irgendwie nebeneinander hergefahren und ich meine, Frieda ist ja ein Stück jünger, aber das haben wir irgendwie so gar nicht gecheckt, sondern erst später festgestellt. Also so sind sich da Kanuten und Ruderer irgendwann auch mal näher gekommen und ja, wir sind da beide, glaube ich, sehr happy gerade. Ja, also ich kenne Max seit 2018. Im Boot saß ich dann 2019 das erste Mal mit ihm. Wir konnten uns mit Fähigkeiten ergänzen und letztendlich hat uns das, glaube ich, auch so weit nach vorne gebracht. Das ist einer der Sportler, der mit am härtesten von allen arbeitet. Also jemanden, der so Umfänge wie Max im Training gemacht hat, gibt es, glaube ich, keinen zweiten, der so verrückt ist. In Rio hat es dann geklappt und sind dann Olympiasieger geworden, was grandios war und ein unfassbares Gefühl. Und das waren wahnsinnige Emotionen, Olympiasieger zu werden. Das war was, wovon ich mein Leben lang geträumt habe. Das ist natürlich das, wovon man als Kind irgendwann dann anfängt zu träumen und dann in Athen gleich die Goldmedaille zu holen. Da war ich dann 22, ja noch relativ jung. Das war für mich einfach ja, unbeschreibbar. Das bleibt irgendwo im Herzen. Mit Ronny und Max, also das sind schon zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten, mit denen ich jeweils im Vierer Gold holen konnte. Mit Max Hoff damals 2016 Gold im Vierer über 1000 Meter. Jetzt mit Ronny 2021 dann Gold über 500 Meter. Ja, der Tag war natürlich für mich einfach ziemlich groß, also emotional einfach ziemlich groß, weil da einfach ziemlich viel passiert ist an dem Tag. Es war die Einschulung meines Sohnes, es war das Olympiafinale. Dann eine halbe Stunde später habe ich erfahren, dass ich die Fahne tragen darf. Ich muss immer noch so ein bisschen kämpfen, wenn ich in diese Momente denke, bin ich da noch nicht so richtig fertig mit. Jeder Kanute auf der ganzen Welt kennt Ronny und ist eine absolute Legende unserer Sportart. Natürlich ist es ein total geiles Gefühl, Gold zu gewinnen und vor allen Dingen auch Gold mit meinen ehemaligen Idolen zusammen zu gewinnen. Max ist eine Legende in dem Sport, er hat den Sport geprägt. Er hat 10 Jahre lang die Weltspitze mit dominiert im K1000 Meter, hat einen Weltrekord gebrochen und hat mich als Anfänger geprägt und mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. So ein Jakob, der hat ein unfassbares Talent und auch physiologisch total gut drauf, im Kopf gut drauf und auch Tom oder Max im Boot noch in den Vierer, das sind grandiose Leute. Ja, ich glaube, wir haben sie alle groß gekriegt. Es geht auch darum, sich auch mal vielleicht vor die Jüngeren einfach vorzustellen und ein Schutzschild zu bieten. Und ich glaube, die Jungs, die jetzt hier sind, die haben inzwischen genug breite Brust, um da auch diese Position dann zu übernehmen. Und das ist manchmal auch was mehr wert ist als jede Medaille, wenn man abtritt und man hat was hinterlassen.